25 Kilo abgenommen. Und jetzt geht es wieder auf gesundes Essen. Ich mache jetzt weiter mit intermittierendem Fasten, also Intervallfasten. Und ich lege meine Zeit meine Esszeit zwischen 13 und 21 Uhr, weil mir das am besten reinpasst. Die erste Mahlzeit ist nur Obstmahlzeit und die zweite Mahlzeit ist Gemüse oder Salat. Und dann schaue ich mal, was passiert. Ja. So, jetzt schaue ich mal, ob ich das überlebe. Ich kann aufessen. Und Nutella. Und Nutella. Aber auch praktisch mit der Hand, ich habe mir viel weniger Arbeit gehabt. Jetzt müsste ich wieder waschen und zubereiten. Aber naja. Nicht alles essen, okay? Okay, gehabt? Dankeschön. So, jetzt schauen wir mal, was die Waage spricht. Mit leichter Bekleidung. Passt. Geht schon Richtung 80. So, obwohl das Fasten vorbei ist, muss man trotzdem sich bewegen. Ich war gerade 1,5 Stunden laufen. Nebenher habe ich aufs Kind aufgepasst, war einkaufen, habe den Garten gegossen und habe Sport gemacht. Also, sag nicht, du hast keine Zeit, du musst halt mehr Sachen auf einmal machen. Ja, also so viel wie möglich bewegen, dann bleibt man auch dünn. Wenn du glaubst, Sport ist zu teuer, kauf dir eine Springseite. Amazon kostet unter 10 Euro. Kannst du alles mitmachen. Dreimal die Woche und du wirst fit bleiben. Ich schließe jedes Training mit 3x20 Liegestützen und 3x50 Sit-Ups ab. Das hilft dem Bauch, dass er dünn bleibt. Lass das Auto stehen, nehm das Fahrrad und fahr die Kinder damit zur Schule und in den Kindergarten. Es hält fit und spart noch Geld, gerade in der jetzigen Zeit. Also so ein Anhänger ist sehr nützlich. Das kann man zum Joggen verwenden, zum Einkaufen, Kinder wegfahren. Also ist das sein Geld auf jeden Fall wert. So, da ich immer so wenig Zeit habe, muss ich jetzt auch noch Sport machen, indem ich Gärtner. Wir bringen jetzt unsere Tomatenpflanzen zu unserem anderen Tomatenfeld. Das ist 7 Kilometer entfernt. Da laufe ich hin. Da kann ich Gärtnern, Sport machen. Und die Russen auch noch bekämpfen, indem ich keinen Sprit verbrauche. Ja, ich hoffe mal, die überleben das. Dann geht's los. Praktisch so ein Wagen. Ja. So, immer schön Obst essen, ne? Ist noch keiner dick geworden, weil er Obst gegessen hat oder Gemüse. Das sind immer andere Sachen. Auf dem Schokolade, Weg. Bäckerei. Auf dem Weg. Dahin!
Kinder ist es geil. Ein Loch. Papa, ein Loch. Ja. Dann guten Appetit. Immer schön Hanfmilch trinken. Zur Zellregeneration. Und für die Gesundheit. Was hast du gesagt?